Wir mussten schon vor 7 Uhr morgens an der kleinen Bahnstation in Christchurch sein, um den Transcoastal nach Picton zu erwischen. Eine sehr unchristliche Zeit, aber anscheinend nicht nur für uns, sondern auch für das gute Wetter, das sich lange Zeit mit dem Aufstehen ließ, so ziemlich bis zur Hälfte der Reise. Und auch die Schafe auf den Weiden schien der Zug mitten aus dem Schlaf gerissen zu haben. Irgendwie schien die ganze Canterbury-Gegend lieber unter einer tiefen Wolkendecke zu schlafen, anstatt sich für uns im besten Licht zu präsentieren. Wobei dieses Waldherzchen eine sehr, sehr nette Geste war und uns zeigte, dass uns die Region doch willkommen heißt. Und dass es genauso lieb, wie die Hecken hier kantig sind. Nach 2 Stunden wurde der Transcoastal seinen Namen gerecht, als wir den Pazifik trafen und von nun an das Meer entlang fuhren. Das Erlebnis, mit einem Zug die Küste entlang zu fahren, ist großartig. Aber leider schienen die Wale, Delfine, Seerauben und Pinguine, die sich hier rumtreiben, auch noch zu schlafen. Das war aber nicht weiter schlimm, denn nun hatte ich Zeit, das zu tun, was ich mir von den ganzen ARD und ZDF Zugreportagen abgeguckt habe, nämlich Mitreisende mit Interviews zu belästigen und zu versuchen, ihnen lustige Anekdoten zu entlocken. Als Interviewpartnerin suchte ich mir Petra Schmitz aus Lindau aus, die ebenfalls durch Neuseeland reist und ein ehemaliges Haarmodel bzw. ein Lassie-Look-alike ist. Da bin ich mir noch unsicher. In vielen bunten Worten erzählte mir Petra von ihrer Vergangenheit, von den Erlebnissen in Neuseeland und den Zukunftsplänen. Und auch ganz, ganz viele Anekdoten, die ich leider überhaupt nicht verstanden habe, weil das Interview auf der Außenplattform stattfand. Aber ich wollte auch nicht weiter nachfragen, denn spätestens als sie mir gezeigt hat, wie sich hier in Neuseeland am Essen spart, wurde es mir schlecht und ich verabschiedete mich. Jedoch muss ich ihr sehr danken, denn sie brachte mich auf eine sehr persönliche Erkenntnis, nämlich, dass ich mich hier in Neuseeland an diese Pies mit dem zerkochten Fleisch sehr gewöhnt habe. Lecker. Und noch 2 weitere Erkenntnisse folgten. Zum einen habe ich erkannt, dass ich die Waggons eines vorbeifahrenden Zuges nicht anfassen kann, egal wie weit ich mich aus dem Fenster strecke. Und zweitens, dass die Türklinken im Zug anscheinend von Hobbits oder von Zwergen angebracht werden. Mit meinen Erkenntnissen beschäftigt, habe ich fast den Zwischenstopp in Kaikoura verpasst. Die Stadt Kaikoura ist dafür bekannt, dass sich vor ihrer Küste ganz viele Wale versammeln, die man dann vom Hubschrauber oder vom Boot aus beobachten kann. Wir hatten leider nur die Zeit, Möwen und die großartigen Wellen zu beobachten, denn der Halt dauerte keine Viertelstunde lang. Nach einer weiteren Stunde passierten wir Lake Grasmere und Neuseelands größte Salzwerke, in denen ca. 100.000 Tonnen Oberflächensalz pro Jahr gewonnen werden. Und dann verließen wir auch die Pazifikküste und fuhren in die Marlborough-Region ein. Diese gilt als die sonnigste in ganz Neuseeland und beherbergt daher die meisten Weinanbaugebiete. Nach ca. 5,5 Stunden nähert sich unsere Reise dem Ende entgegen, als wir in die Marlborough Sounds einfahren, eine Gegend mit ganz vielen zerklüfteten Fjorden und kleinen Buchten. Und hier liegt auch die kleine Stadt Picton, die die Endstation unserer Reise ist. Picton ist wahrscheinlich jedem Neuseeland-Besucher bekannt, weil hier die Fähre, die zwischen der Nordinsel und der Südinsel verkehrt, anlegt. Damit enden leider unsere Zugfahrten in Neuseeland. Aber ein Traum bleibt noch, nämlich mal im Winter mit dem Transalpine Express durch die schneebedeckten Berge der Südalpen zu fahren. Und wenn ihr auf euren Neuseelandsreisen ein bisschen Zeit über habt, empfehle ich euch mal den Zug statt Flugzeug oder Auto zu nehmen. Schöner ist es allemal. Like the sun.